Ich glaube, ich habe das schon mal irgendwann in einem Kurzvortrag gemacht und da so kurz darauf hingewiesen. Also, die meisten guten Mail-Server, die man so haben will, oder die meisten MDAs, Mail Delivery Agents, die es so gibt, in dem Fall Dovecut, fällt jemandem irgendwas anderes ein, was noch benutzt wird, außer Exchange? Ich habe bis jetzt nämlich nur Dovecut in produktiven Deployments gesehen, weil die Dovecut-Leute da sehr viel Zeug machen. Also Dovecut unterstützt... Cyrus. Ja, anyway. Die meisten großen unterstützen Thief. Thief ist eine E-Mail-Filtersprache, mit der man, wenn E-Mails reinkommen, direkt seine E-Mails filtern kann, nach verschiedenen Attributen. Und dazu gibt es einen RFC, wie für so viele Dinge, die in diesem Internet verwendet werden. Und es wird teilweise auch noch gepflegt. Immerhin ist das hier vom Januar 2008. Hey, Pro. Von Sendmail Inc. Sendmail, stimmt. Sendmail Incorporated. Witzig. Und es gibt Updates dazu. Ja, updated by 5229. Das sind da bestimmt Variables Extensions, genau. Es gibt verschiedene Erweiterungen dafür, die ich aber auch, glaube ich, alle kaum benutze. Reject and Extended Reject Extensions. Und es gibt als drittes 2012. IMAP Events in Thief. Ah. Okay. Was sind IMAP Events? Das wisst ihr auch gerne. Wir können das RFC lesen. Overview. Difference between IMAP Events and Mail Delivery. Conventions used. The IMAP Events in Thief Extensions. 5. Kollektiv. RFCs lesen. Advertise support for IMAP Events in Thief through the IMAP Thief capability. Blablabla. IMAP Thief, ja. Affected by IMAP Events in... Aha. Ah, okay, das sind irgendwie tatsächlich, wenn IMAP-Dinge passieren. Ja, okay. Egal. Du kannst Dinge ausführen, wenn auf deinem IMAP-Dinge passieren. Ja, das ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig wichtig, weil meistens macht man die Dinge, bevor sie, also zumindest bei Dovecut kann man das Thief so konfigurieren, dass die Dinge passieren, bevor sie im Mail dir ankommen. Genau, und dann braucht man sich nicht mehr mit dem IMAP-Event rumschlagen. Gut, ein Thief-Skript sieht dann am Ende so aus. Man sagt am Anfang, was man alles haben will an den Extensions, die es so gibt. Da ist unter anderem hier jetzt auch die regex-Extension dabei, die variables-Extension, ich bin nicht so richtig sicher, ob ich die benutze. Fileinto ist, um Dateien in neue Mail jetzt abzulegen. Envelope ist, um den Envelope aus einer E-Mail rauszukriegen. Envelope ist dieses Ding, wenn du rufen plus keks at inventor.de machst oder so, dann ist der Envelope genau dieser Teil der Mail. Damit kann man relativ einfach für verschiedene Dinge dieselbe Mailadresse angeben und sie kommt dann nachher im selben Mail-Dir an. Und die meisten Mail-Server schlucken das auch so. Es gibt nur einige Server, da kannst du das als Adresse nicht eingeben. Die sagen dann, also dieses Pluszeichen da, das ist echt ungültig. Da muss man sich dann mit einer neuen Mailadresse behelfen. Genau. Das ist Envelope. Dann Mailbox, die Extension benutze ich glaube ich nicht. IMAP, IMAP for Flex, damit kann man die IMAP Flex setzen. Das hat sich aber nicht so richtig sinnvoll für meinen Workflow erwiesen. Und Subaddress, ich weiß gar nicht mehr, was Subaddress macht. Anyway, genau, als erstes Spam Handling. Ich habe einen Spam. Stören oder Fragen? Dieses Envelope, also normalerweise ist es ja ein anderer Teil der Mail und nicht so eine, also die Subadresse, was du, oder die Adresse, die du eben hattest, das ist ja eigentlich mehr so eine Unteradresse zum Filtern, zum optionalen Filtern. Aber die Envelope finde ich einen ganz ungewohnten Begriff für diesen Namen, für diese Sache. Ist das eine Spezialität? Also würde ich mit Mail jetzt überhaupt nicht erwarten. Sondern das ist ja eigentlich die Envelope der Mail, wenn du auf da irgendwas matchen willst, solange du noch rankommst. Das ist ja die Frage. Aber ich glaube, es ist genau das, was du sagst. Aber man verwendet es dann halt, um genau diesen Teil zu matchen. Deswegen war das wahrscheinlich die Idee. Es gibt zwei Dinge, die Envelope heißen, glaube ich, das Ding. Und es gibt aber auch den Envelope From, also Envelope from Envelope to Header, der im SMTP-Protokoll gesprochen, ja. Nee, eben nicht, der im SMTP-Protokoll gesprochen wurde, nicht okay. Teil des Headers wird. Okay. Der heißt auch Envelope. Ja. Also Envelope to Envelope. Richtig. Ja. Sehen wir da unten bestimmt auch. Anyway. Genau, als erstes Spam-Handling. Ich habe einen Spam-Assassin laufen, der klebt an die Mails so ein X-Spam-Flag dran und ich gucke nach, ob das X-Spam-Flag yes ist und wenn nicht, hau mal ein Scene, pack's in Junk und dann hör auf zu filtern. Du musst mit dem Exists checken, bevor du den Header... Ich glaube, das musst du nicht. Okay. Aber ich bin mir nicht 100% sicher. Der Code ist auch schon wahnsinnig alt. Also ich habe das irgendwie seit
5 Jahren in Verwendung und habe das Thief-Skript seitdem nicht angefasst oder kaum angefasst oder nur neue Sachen hinzugefügt. Oh. Das heißt, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, das für diesen Abend zu revidieren, aber wie das so häufig ist, fehlt einem leider die Zeit für sowas. Ich könnte mein Thief Connect Wrapper Skript schicken. Ja, dann kann ich da schneller bearbeiten. Ja, da die Friction zu reduzieren ist tatsächlich auch. Genau. Das hier ist ein Unused Comment. Als nächstes kriege ich so Mails von dem theodemstratum0.org-Ding. Wenn theodemstratum0.org mir Dinge schickt, dann sind das die Regression-Tests für die Vorstandsvereinsverwaltung, insbesondere die Finanzen. Und das kann dann mal schön in das Vorstands-Regressions-Mail, die ja wegsortiert werden. Dasselbe mache ich mit allen E-Mails, die von der Bahn kommen und allen E-Mails, die von DHL kommen. Das erschlägt den Großteil der Paket-E-Mails und den Großteil der Bahntickets, die so bei mir eintrudeln. Anschließend gucke ich dann so, welche Kundenservice-Dinge gibt's so und pack das mal in Rechnung. So, das ist so der Standard-Catch-All. Da könnte man die Variables-Extension mal setzen, die oben definieren und dann da abfragen. Dann habe ich hier noch so alten Kram, die ich mittlerweile wegschmeiße. Das war meine Mailingliste, die ich auch separat irgendwohin gefeilt habe. Leider kann man sich von der Mailingliste nicht mehr unsubscriben, weil das irgendwie der Vimi in der Uni für mich gemacht hat mit dem Subscriben und jetzt landen die Mails dann im Nirvana, wenn sie bei mir ankommen. Sehr schön. Lokales Unsubscriben. Da genau. Sind wir beim Envelope. Genau, und hier gibt es halt einen Envelope Detail to Ackerfunk, wir heißen die Adresse, sieht ungefähr so aus, Ruven plus Ackerfunk at zerwinskis.de oder so. Und dann packt er die halt in das richtige Mail-Dir für Ackerfunk BS. Das ist die Envelope Extension von oben. Und das Ding bezeichnet sich dann hier als Detail. Detail, ja genau. Da, als da. Detail. Ja, das geht auch. Dasselbe für alle Mails von Gitly und vom Colonel Bugzilla. Amazon hat irgendwie Einkäufe, eBay und das könnte man alles mal konsolidieren, aber da es über die Zeit gewachsen ist, passiert da halt nicht so wahnsinnig viel. Genau. Und der eigentliche Part ist der hier. Das hier ist nämlich Handling für Listen. So. So, genau. Jetzt. Und zwar, wenn es eine List-ID gibt, dann benutze den folgenden Regex auf der List-ID. Ich gehe davon aus, dass die meisten, bei den meisten List-IDs interessieren mich nur die drei Teile. Und List-IDs sind ja immer umgekehrt zu dem, was man erwartet. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Jetzt muss ich mir eigentlich mal eine E-Mail aufmachen. Mail dir. Was haben wir denn so? Normal verteilen. Ja, das stimmt. Punkt Stratum, Normalverteiler und dann irgendwie im Cure irgendwas. Genau. Da gibt es den List-ID-Eintrag, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Subscribe, List-ID. Nee, das ist der falsche. Genau, hier ist die List-ID. Hauptsächliche Diskussionsliste des Stratum 0 und normalverteiler.stratum0.org. Will heißen, das hier matcht einmal die Domain ganz hinten, das ist dann das Org. Hier vorne haben wir das den Normalverteiler-Part und in der Mitte das Stratum 0. Und dann mache ich auf die Domain in Upper First. Sage User und Projekt, weil eigentlich ist das dafür gedacht, die GitHub-List-IDs zu matchen. Die sehen nämlich ganz genauso aus. Nur, dass GitHub dann projekt.username.github.com ist. Anschließend gucke ich danach, ob die Domain tatsächlich GitHub ist, weil wenn die Domain GitHub ist, dann habe ich da anscheinend ein GitHub-Repository erwischt und feile das dann into Domain, also das GitHub-Mail-Dir mit dem User- und Projektnamen. Das sorgt dafür, dass wenn ich bei irgendeinem GitHub-Projekt auf Watch oder Subscribe oder Fork oder irgendwas klicke und die anschließend anfangen, mir Mails zuzustellen, die in das richtige Mail-Dir gleich mit wegsortiert werden. Dann gibt es hier einen Check auf die Domain, und zwar auf com.de, net und org. Mehr habe ich noch nicht gefunden. Oder wenn die Domain näher ist, dann sind das meist so generische Mailinglisten-Mails von irgendwelchen
Mailinglisten, auf denen ich subscribed bin. Dann geht das Ganze in den Mailinglisten-Ordner. Und sonst gibt es lustigerweise Fälle, wo... Also es gibt einen Haufen Spam-Mails, die als Domain Local eingetragen haben und als User XT und als Projekt dann irgendwas Seltsames, also irgendeine alphanumerische Nummer oder so. Irgend so eine alphanumerische Kombination. Und dafür hat er mir haufenweise Mail-Dias erstellt. Und in den Mail-Dias ist dann genau eine Mail drin, nämlich genau diese Spam-Mail, diesen List-ID-Eintrag hat. Ich nehme mal an, die benutzen den List-ID-Eintrag, um zu checken, wer die Mail jetzt bekommen hat. Oder was auch immer. Das oder deren Spammer ist einfach falsch konfiguriert. Oder deren Mars-Mail-Sending-Server. Das ist relativ unpraktisch und deswegen packe ich die einfach in die Inbox und dann kreiert er mir das Mail hier nicht. Genau. Sonst gibt es Projekte, bei denen ich weiß, okay, das sind irgendwie High-Volume-Traffic-Mailing-Lists, wie jetzt Linux-ARM-Kernel oder die KVM-Mailing-Liste, auf denen bin ich subscribed, wenn ich über die Mailing-Liste Dinge suchen will. Ich habe irgendwie gerade das und das Problem gefunden und ich hätte gerne Insights dazu. Ist da schon mal auf der Mailing-Liste irgendwo einer drüber gestolpert? Und da der Linux-Kernel ja Patches über Mails macht, findest du häufig auch die richtigen Patches, um dein Problem zu fixen. Oder Ansätze von Leuten, um dein Problem zu fixen, wo die Patches dann rejected wurden. Aber du findest auf jeden Fall jemanden, der sich schon mal mit dem Problem beschäftigt hat. Deswegen ist es ganz praktisch, die vorrätig zu haben, aber ich habe keine Lust, jeden Morgen, wenn ich meinen Mail-Client aufmache, 200 Mails von Linux ARM Kernel und 100 KVM-Mails in der Inbox zu haben. Deswegen kann man die direkt mitziehen als gelesen markieren. Genau, und sonst, wenn es nicht diesem Ding entspricht, dann wird es wohl trotzdem eine Mailingliste sein, dann mach doch mal Domain User Project und gut ist. Genau, else. Die Linux ARM Kernel und KVM matchen nicht dem der zweiten Clause mit domain.com.de.net.org, oder? Nein. Okay. Genau, das ist, die werden hier ganz zum Schluss gematcht. Die haben noch einen anderen Header, weil das ist der Linux Mail Server, Majordomo heißt das Ding, und da sind so bestimmte Konventionen. Du kannst dich auf dem Ding zum Beispiel nur subscriben, wenn du es hinkriegst, eine reine Text-E-Mail an diesen Mail Server zu senden, in dem genau der eine String drin steht, um dich zu subscriben. Alles andere verwirft der Mail Server als, du kommst hier nicht rein. Genius. Da kommen 200 Mails am Tag durch. Naja, 100% graded Content. Das ist nur für die Subscription. Also nur, um da drauf zu kommen. Danach kannst du schreiben, was immer du willst und es wird auf die Mailingliste gepostet. Aber es ist beeindruckend, dass so populäre Mailinglisten dann so eine hohe Einstiegshürde haben. Ja, die machen das wahrscheinlich, um den Spam-Level tatsächlich auf den Listen einigermaßen niedrig zu halten und es funktioniert relativ gut. Weil es ist nicht der schlechteste Filter für eine technische Mailing. Aber Linus muss netter werden, sonst gehen die Leute weg. Wenn die sich mit sowas halten können, dann. dazu gibt es, glaube ich, eine eigene Seite: majordomo-linux.org. VGR-Kernel.org. Majordomo-Info. This is VGR-Kernel.org. Majordomo-Info. As of now, subscription support is not handled at the web. And all emails sent to there must be text plain. There can be no multi-part messages, no V-cards, nothing fancy. In presence of such things, Majordomo will very likely do the wrong thing. Ich wette, das ist in Perl geschrieben. Genau, dann hast du hier so ein kurzes Intro. Also so kommst du rein und so kommst du wieder raus. Have fun. Genau, und so kann man sich dann da drauf schleichen. Für mich ist das tatsächlich nicht so wahnsinnig schwer gewesen. Mein Mail-Client ist irgendwie Emacs und dem kann ich sagen, hier ist Text Plain und dann wird alles schön. Aber scheinbar für Leute in Corporate Environments ist das tatsächlich eine größere Hürde, weil das Corporate Environment dann teilweise vorschreibt, dass es ja doch HTML-Mails sein müssen. Genau, die machen dann automatisch die Umwandlung und dann bist du halt apropos. Ist ein bisschen unpraktisch, aber ja, das ist auch eher ein anderes Problem. So, und hier unten gibt's dann nochmal einen Match für alles andere. Wo er guckt, ob das Ding hinten den Punkt hat und dann feilt er es nochmal unter Liste. Hm. So, passend zu dem GitHub Match gibt es einen Match für TravisCI. Ich will nämlich, dass meine TravisCI-Mails von dem entsprechenden Projekt bitte auch in demselben GitHub-Ordner landen, wenn ich da schon welche zugeschickt kriege, und das folgt eigentlich demselben Regex. Die TravisCI-Mails sehen... Gott, habe ich da irgendwo eine? Stimmt. Ich habe doch mal dieses Open Keychain-Ding gemacht. Jetzt müsste man gut in seinen Mails suchen können. Achso, ja, ich kann auch einfach Travis suchen. Travis. Flups.
Genau, es sind jetzt alle Mails, in denen Travis vorkommt. Es sind ein paar mehr, weil das OptiOS noch mit dabei ist. Aber ich will eigentlich welche mit Subject Travis. So, das ist ein inclusive Match, genau. Genau, da haben sie irgendwie über die Travis-Integration gesprochen. Genau, hier zum Beispiel. Also die Travis-Mails sehen immer so aus, dass man hier, du hast in dem Subject drinstehen, was passiert ist, also ist irgendwie durchgelaufen oder ist kaputt gegangen und dann steht da dein Username und das Repository, für das du das gemacht hast. Das ist der ganze Trick. So. Wieder raus. Genau. Und das passiert hier auch. Also ich matche irgendwie den Teil vor dem Slash und den Teil nach dem Slash bis zu dem Hashtag. Und dann file ich es nachher mit unter das richtige GitHub User Project. Und alles andere sind wahrscheinlich Mails, die Travis mir so zuschickt, weil sie irgendwie Service-Dinge umstellen oder ich notified werden möchte. Dann pack die mal in den GitHub Travis Ordner. Genau, und das ist eigentlich die ganze Magie, die ich für mein Sieve benutze. Haben andere Leute andere Dinge, die sie noch mit benutzen? Also ich benutze halt hauptsächlich das File Into und das Discard oder das Scene markieren. So viele andere Sachen habe ich bis jetzt nicht gebraucht. Sieve kann auch so Dinge wie Mails nochmal weiterleiten oder umleiten, aber bis jetzt habe ich dafür für mich noch keine Use Cases gefunden. Ich habe mal versucht, ob Sieve es schafft, mir bei Mails den Plaintext-Part rauszunehmen oder so, aber das ist schwierig. Nicht. Ich hatte ein bisschen gehofft, aber... Nee, Sieve kann nicht in die Mails reinschauen. Also du kannst schon so Dinge machen wie Header-Matchen und so, aber halt auch nur filtern. Will ich die Mail haben oder will ich die nicht haben? Oder will ich da irgendwie meine eigenen Flags dranhängen? Oder will ich die irgendwie speziell wegsortieren? Aber die Mail manipulieren selbst geht mit Sieve nicht so richtig gut. Ich bin mir relativ sicher, dass es auch da Extensions gibt, mit denen man Shell machen kann. Und dann die Mail nochmal so X-Filter-mäßig. Aber das ist halt nicht Default, weil Sieve eigentlich so designt ist, dass man es serverseitig ausführen kann und nichts dabei schief gehen kann. Abstract, ja. Genau. As the base logic has no variables, loops or abilities to shell out to external programs. Genau. Genau, also Sieve selbst kann nicht auf externe Programme zugreifen. Steht auch extra in der Spezifikation. Base language, das könnte keine Variablen genau. Ja. Nächste Erweiterung, Variablen. Genau, write your own extension oder so. Ne? So funktioniert das. Ja. Sieht jetzt so aus, als könnte man das eigentlich von der Funktionalität her alles so mit Sentinel und Original-Config machen. Macht das ja hier so aus Spaß zu viel Zeit oder so? Wie mit Sendmail und Original-Config? Ja, quasi ist ja bloß Textfilter und rumstüppeln und sowas. Ja, der große Vorteil ist, dass es halt nicht auf meinem Laptop passiert beim Runterladen. Also ich kann schon, bevor die Sachen überhaupt in der Mail dir aufschlagen, den Kram rausfiltern. Achso, das läuft auf einem anderen Server. Ach, das läuft komplett auf dem Mail-Server. Also nur das zerlegen oder so. Ja, genau, das könnte halt auch lokal machen. Das ist ja viel zu einfach, sag ich mal, und zu lesbar. Ja, man hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn einige da die Hardcore-Variante... Pockmail wäre anders nicht passiert. Oh Gott, wir haben auf der Arbeit Pockmail. Aber so eine schöne handgeschriebene Sendmail-Config, das ließ sich doch sicherlich für den anderen hier genauso machen. Nee, es gibt tatsächlich für Sieve auch eine Extension, die sagt, dass der Server einen Port bereitstellen kann, auf dem man sich per TLS verbindet und dann kann man seine Sieve-Konfiguration halt interaktiv mit dem Server zusammen ändern und der Server kann validieren, ob die Sieve-Konfiguration tatsächlich valide ist, damit er nicht beim nächsten Mal beim Versuch eine Mail zuzustellen über das kaputte Sieve-Skript stolpert und dann sagt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich tun soll. Genau. Dovecat macht das. Dovecat hat eine IMAP-Extension, mit der man das einfach genau, über IMAP machen kann. Das heißt funktioniert ziemlich Manage gut. Sieve. Ja. Genau, und dafür gab es auch mal einen Thunderbird-Plugin. Ich habe das irgendwann vor Urzeiten mal benutzt. Dieser Sieve, ist das jetzt eigentlich irgendwie ein separates Programm oder ist das bloß eine quasi eine Definition von der Sprache hier? Genau, also das RFC selbst ist eine Definition von der Sprache. Wenn man das nachher anmachen möchte, dann muss man auf seinen favorisierten Mail-Server gehen. Genau, maximale Rechte. und dann gibt es hier irgendwie conf.d und dann kann man irgendwie grab ri sieve machen. Oh. Mir fehlt ein P. Nein. Nein. So.
Und jetzt haben wir zu viel Text. Genau, Protokoll Sieve. Das ist das Manage Sieve und da oben in der LDA 15 LDA Config ist das drin. Das ist, der LDA ist bei Dovecot der Local Delivery Agent. Es gibt für Dovecot das sogenannte LMTP, Local Message Transport Protocol. Das heißt, die Mail kommt über deinen Postfix rein, weil dein Postfix ja SMTP spricht und der Postfix leitet es dann über das LMTP an Dovecot weiter und Dovecot macht dann die Behandlung von dem LMTP über den Local Delivery Agent und bei dem muss man dann das Plugin einschalten. Und sobald das Plugin an ist, weiß er, okay, ich soll jetzt Sieve Mail Filtering machen und er sucht dann entsprechend in den Mail-Dirs der Nutzer nach einer Datei, die so, ne, crap-sieve, die dovecot.sieve heißt. Und wenn man managed-sieve benutzt, legt er halt einen neuen Ordner an und benutzt das als die Filterdatei. Lustigerweise stehen da jetzt nämlich genau dieselben Dinge drin wie in der Datei, die ich vorhin gezeigt habe. Siehst du, ich muss die Termite-Config immer aufgeben. Also ist dieselbe Datei. Unknown Termity Type. Schweinerei. SSH send Term. Das mit dem LMTP ist ziemlich praktisch. Ich hatte früher ein Mail-Filter-Skript, wo unter anderem, wie gesagt, so Sachen wie das Trixie drin sind, was die Normalverteiler-Mails in den ins Matrix rüber postet und so Sachen. Wurde das gerade hingeschrieben? Wurde das gerade hingeschrieben? Das SSH send Term. Mhm. Das SSH send Term schreibt Dinge nach .termcap. .localTermCap. .local share let's encrypt. Nee. Moment. Nach .config meinst du? Nee, ist es glaube ich nicht. Ich glaube, das unterstützt es noch nicht. Genau, der macht einmal das Term-Info hier, macht das in den Temp-File und auf dem Remote schreibt er das dann in den Temp-File. Macht dann Info-Comp. Info-Comp-X einfach. Info-Comp-X, genau. Aber eigentlich müsste er das nach .info geschrieben haben. Genau, damit, also das SSH send term sendet halt die term info capabilities, damit mein Terminal dann erkannt wird. Ist das .config? Ich glaube nicht, dass es .config ist, da ist nur hardtop. anyway. Genau. Du wolltest eigentlich was erzählen zu das LMTP. Das mit dem LMTP kann man auch ansonsten nutzen, um lokal an Sieve Sachen zu schicken. Bei mir gehen die Mails, wenn sie von Postfix kommen, erst in ein Mail-Filter-Skript, weil man in dem leichter Shell-Dinge tun kann. Und unter anderem mein Notification-Ding, was ich vorhin gesagt hatte, und das Trixie Bescheid sagen für einen IRC-Channel, das wird dann halt im Mailfilter in Shell noch gemacht und danach geht es dann erst an LMTP in Sieve rein. Weil es schon bequem ist, dass man sich irgendwie nicht Gedanken machen muss, ob man jetzt irgendwas kaputt macht, wenn man das in einem Mailfilter macht. Da ist Sieve schon angenehmer. Genau, weil du da den Roundtrip hast und dann kommt es noch bei dir. Ja. Ja. Und theoretisch geht Sieve halt auch auf irgendwelchen anderen Posts. Also wenn man auf einem guten Mail-Provider ist, dann kann man auch da Sieve-Skripts hochladen. Die haben dann alle ihren eigenen Editor, in dem man diese Rules dann verwalten kann. Das funktioniert überhaupt gar nicht in der Praxis, erfahrungsgemäß. Ja, aber... Portabel. Ja, irgendwie... Sie haben es versucht. Genau, they tried. Sonst noch Fragen? Ja, meine Frage
ist das jetzt ein separates Programm, was quasi von den Dingern nur aufgerufen wird? Oder ist das eine Bibliothek? Nee, das ist kein separates Programm. Oder ist jeder sein Ding selber, wenn er jetzt so sieht, machen will? Nein. Nein, das ist ein Plugin, das von deinem Mail Delivery Agent direkt mitgeliefert wird. Also entweder der kann das schon, Dovecard bietet das halt direkt als Plugin an, deswegen ist es bei mir auch einfach so als Plugin angeknipst worden und dann funktioniert es direkt. Oder man muss mal schauen, ich weiß gar nicht, ob Cyrus Support dafür hat. Ja. Ja, okay. Also, ja, die meisten Mail Delivery Agents können das halt einfach so, man muss es nur einschalten. Also, das war also irgendwann da, die mussten das nicht selber schreiben oder so, das war einfach nein, da. Die haben das tatsächlich implementiert, auf Grundlage dieses RFCs. Okay. Der RFC ist halt die Beschreibung dieser Sprache und die Mail Delivery Agents haben dann gesagt, okay, wir wollen diese Mailfitter Language mal standardisieren. Also ich nehme mal an, es ging umgekehrt, jemand wollte eine generische Mailfitter Language haben und dann haben sich Leute hingesetzt, nachdem sie verschiedene Implementierungen hatten, haben an einem RFC gearbeitet und seitdem ist das irgendwie so die Working Basis für so macht man eine Mail-Filtersprache in, genau, für Mail-Delivery-Agents auf dem Server. Wie das halt oft bei RFCs so läuft. Sonst noch Fragen? Bravo! Gut, dann musst du jetzt was über XKB-Map erzählen, ne?